Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr einen super leckeren Brotkranz zubereiten könnt, den ich momentan sehr gerne mache und der so ähnlich ist wie Zupfbrot und da kann sich einfach jeder sein Stückchen nehmen. Schauen wir uns direkt die Zutaten an und für die genauen Mengenangaben wie immer Rezept unten in der Infobox. Für den Teig brauchen wir Salz, Zucker, Hefe, also ich nehme gerne Trockenhefe dafür, warmes Wasser und Mehl. Als erstes nehmen wir das Wasser und verrühren das mit dem Zucker, der Hefe und dem Mehl. Aber nicht das ganze Mehl, sondern nur 2 Esslöffel davon. Wenn wir das dann gut miteinander verrührt haben, lassen wir das so ungefähr 15 Minuten stehen. In der Zwischenzeit können wir schon mal das restliche Mehl mit dem Salz vermischen. Wenn unser Hefemix dann schön schaumig ist, kommt er zu der Mehlmischung hinzu und dann geben wir auch noch etwas Olivenöl rein. Das mischen wir jetzt erstmal grob mit den Händen und dann kommt es auf die Arbeitsfläche, wo wir es zu einem schönen Teig kneten. Wenn wir dann so einen schönen Teig draus gemacht haben, formen wir daraus einen Ball und geben diesen in eine leicht eingeölte Schüssel. Obendrauf ölen wir ihn auch nochmal leicht ein und dann wird er mit einem feuchten Tuch zugedeckt und darf so ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen, bis er ungefähr doppelt so groß ist. Kurz bevor unser Teig dann fertig ist mit Gehen, können wir unsere Käse-Kräutermischung vorbereiten, mit der wir unser Brot dann umhüllen werden. Und dafür nehmen wir frische Petersilie, frischen Thymian, Knoblauch, Gruyère, Salz und Olivenöl. Als erstes schnappen wir uns den Käse und reiben ihn in eine große Schüssel. Dann zupfen wir den Thymian rein, hacken die Petersilie und geben sie dann auch dazu. Und den Knoblauch hacken wir auch schön klein, bevor wir ihn reingeben. Jetzt noch ein bisschen Salz nach Geschmack und das Olivenöl. Einfach alles gut miteinander verrühren. Jetzt bereiten wir noch schnell eine Springform vor. Und zwar ist das gerade eine 26er Springform. Und die kleiden wir einfach unten auf dem Boden mit Backpapier aus und fetten sie leicht ein. Wenn der Teig dann soweit ist, kommt er auf eine Arbeitsfläche und wir machen eine große Rolle draus. Die teilen wir dann in 14 bis 16 gleich große Stücke. Diese Teigstücke kommen jetzt alle in unsere Käse-Kräutermischung und da mache ich es einfach so, dass ich zuerst ein paar Teigstücke reingebe, die gut damit mische, damit die gut umhüllt sind und die nächsten nicht dran kleben bleiben und dann immer wieder ein paar dazu mischen, noch ein paar dazu, bis alle drin und schön mit der Kräutermischung umhüllt sind. Die ordnen wir jetzt in unserer vorbereiteten Springform schön ringsum kranzförmig an. Dabei können sie ruhig ein bisschen überlappen und damit auch alle reinpassen, könnt ihr sie ruhig so ein bisschen zusammendrücken, also so zusammenquetschen. Das macht nichts. Und wenn ihr noch etwas von der Käse-Kräutermischung überhaupt in der Schüssel, könnt ihr den Rest jetzt einfach noch ein bisschen drüber verteilen. Ab geht's in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft. Nach ungefähr 25 Minuten Backen sieht das Ganze dann so aus, so richtig schön goldbraun. Das lösen wir jetzt vorsichtig aus der Form. Damit uns das Brot jetzt dabei nicht reißt, lösen wir es vorsichtig am Rand mit zum Beispiel einem Messer. Und vorsichtig ab mit der Form. Et voilà, fertig ist der Brotkranz. Und davon kann sich jetzt jeder einfach sein Stückchen nehmen. Und wie ihr sehen könnt, außen leicht knusprig und innen schön fluffig. So, jetzt aber ein schnelles Ende. Und zwar wie immer, Daumen hoch, Abo da lassen und gerne teilen. Und weitere Sommer- bzw. Grillrezepte findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Feierabend.